Zu meiner Arbeit kann ich sagen, es gibt One-Minute-Sculptures, also performative Skulpturen, wo das Publikum eingeladen ist, die zu realisieren. Jetzt zu der Eröffnungswoche haben wir Performer genommen, weil es überlaufen wird. Und zur Eröffnung haben sie 2500 Leute angesagt. Wenn die reingehen, ist das alles kaputt und man sieht auch nichts. Daher müssen wir es auch ein bisschen limitieren. Aber da geht es grundsätzlich um das Thema des Reisens, des Fahrens, des Migrierens, Migration im Positiven. Und auch im negativen Sinne, also die Problematik des Themas. Und hier drinnen gibt es zum Beispiel, habe ich einen Caravan, zeige ich einen Caravan aus den späten 60er und 70er Jahren, mit dem ja mit dem einsetzenden Massentourismus der 50er Jahre die Deutschen, Österreicher, Belgier, Schweizer, Holländer alle nach Italien gefahren sind, ans Mittelmeer. Der Traum vom Süden, Epikur, das schöne Leben, das gute Essen, der Wein. Und gleichzeitig sind die ganzen oder viele Italiener in eben diese Länder ausgewandert, um Arbeit zu suchen. Also dieser Austausch sozusagen, verschiedene Intentionen, aber Austausch. Und viele Leute sind mit Wohnwagen gefahren, die quasi ihr Wohnzimmer mitgenommen haben, die haben das Essen mitgenommen, die Kleidung, haben sogar die eigene Toilette mit und haben sich abgekapselt in der Fremde. Also all das ist Thema, das interessiert mich sehr. Und dann draußen der Truck natürlich. 70.000 vor in etwas ist der Homo sapiens aus Afrika ausgezogen, um die Welt zu erobern, zu ergehen, zu erwandern. Die Migration in die ganze Welt, die ganze Geschichte war sozusagen wesentlich durch das Erwandern, durch das Migrieren. Die hat nur so stattgefunden, hat auch nur so funktioniert. Die Entdeckung Amerikas und all dieser Dinge. Und der Mensch hat dann eine Möglichkeit erfunden, um schneller zu reisen. Das waren eben zuerst die Pferde und dann die Kutschen und dann das Auto und die Schiffe und die Flugzeuge. Und irgendwelche Idioten versuchen, diese Instrumente des Reisens zu Waffen umzufunktionieren und damit Leute umzubringen. Auch das ist Thema. Und ich frage die Leute, so ich lade die Leute ein, hinauszugehen und oben steht ein Schild, das da heißt, stillstehen und aufs Mittelmeer schauen. Man sieht aber das Mittelmeer nicht, sondern das Mittelmeer ist in unseren Köpfen sozusagen. Das ist die Aussage.